Willkommen hier zu einer kleinen Retro-Runde hier auf diesem Kanal. Ihr wisst es ja bereits, ich bin ein großer Retro-Fan und ich habe viele, viele Retro-Konsolen und hier habe ich mal wieder einen Atari-Flashback. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, ich habe bereits schon einige Atari-Flashbacks vorgestellt und ich habe mir jetzt zwei neue geholt. Einmal, wie ihr seht, Atari-Flashback 9 Gold. Den 9er habe ich euch schon mal präsentiert. Das ist jetzt die 9 Gold-Edition-Variante. Und Atari-Flashback 10 habe ich mir auch geholt, aber heute geht es um Atari Flashback 9 Gold. Es sind insgesamt 120 Spiele drauf, um einiges mehr als auf der normalen 9er Variante. Ich empfehle euch, wenn ihr euch ein Atari Flashback kaufen wollt, kauft euch immer die Gold-Variante, ob jetzt 8 Gold oder 9 Gold, denn dort habt ihr immer mehr Spiele drauf für eigentlich denselben Preis. Ich habe bereits mal hier ein wenig getestet, weil ich gucken wollte, ob das alles soweit funktioniert. Es gibt bei den 9er, also bei der 9 Gold, gibt es auch wieder einen Funk-Joystick. Den benutze ich hier auch gerade. Läuft auch wirklich ganz gut. Aber ich habe auch die Möglichkeit, an der Atari-Konsole selbst einen Joystick mit Kabel anzuschließen. Ich habe auch einen SD-Karten-Slot da drin, meine ich. Ich muss mal eben gucken, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Ich muss mal ganz kurz die Konsole anheben und dann schaue ich mal. Genau, ich habe es gerade gefunden. Ich habe einen SD-Karten-Slot auf der rechten Seite. Natürlich auch die Möglichkeit zu speichern und zurückzuspulen. Ein 720p HDMI-Ausgang und einen Funk-Controller. Wie ihr seht, was an der Gold-Variante ist, gegenüber den Flashback 9. Ich habe hier Activision-Games drauf. Und da sind einige Spiele drauf, die mir persönlich sehr wichtig waren. Deswegen habe ich mir auch die Gold-Variante nebenher, weil ich nicht nur Sammler bin. Aber das war für mich jetzt wichtig. Einmal hier Freeway, ein Spiel, welches ich, wo ich in der Grundschule war, ist schon etwas her, wirklich viel, viel gespielt habe. Genau wie Enduro, aber das ist ja überall eigentlich drauf. Aber Freeway, das ist halt hier nur drauf. Und Freeway ist noch auf den Atari Flashback 8 Activision Edition drauf. Die habe ich leider nicht. Das ist die einzige Atari Flashback Konsole HDMI, die mir fehlt. Aber ich bin da drauf und dran, mir die zu besorgen. Aber das ein andermal. Und was hier drauf ist, das werde ich gleich mit euch testen. Dieses Spiel kenne ich nämlich gar nicht. Ich habe davon zwar schon gehört, ich habe es aber nie gespielt. Damit beginnen wir auch direkt. Pitfall ist jeden ein Begriff. Logisch, habe ich auch schon mal gezeigt hier. Aber Pitfall 2 habe ich in meinem Leben wirklich noch nie gespielt. Ich habe es mal gesehen, aber noch nie gespielt. Und deshalb lasst uns beginnen. Wir werden Pitfall 2 einfach mal testen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich will euch noch ein, zwei andere Spiele zeigen. So, ich muss natürlich wieder auf Start drücken. Ich drücke auf die Konsole. Okay. Ich schaue gerade nur. Wer ist denn der da unten? Okay. Achso, ich wollte... Ah, jetzt geht's wieder zurück. Ah, interessant. Ich habe hier auch gar keine Zeit, sehe ich gerade. Also, bei Pitfall 1 hatte ich ja eine Zeit von 20 Minuten. Aber wie komme ich denn an denen hier vorbei?
Ich will immer drunter herkriechen, aber das geht, scheint wohl nicht zu gehen. Aber ich probiere mal was anderes, und zwar die Rückspulfunktion. Geht die denn hier? Ja, genau. Also wenn ich hier die Rückspulfunktion gedrückt halte, dann scheint das eigentlich zu gehen. Ich drücke mal ein bisschen länger drauf. So. Wie komme ich jetzt an den vorbei? Ich komme an den nicht vorbei. Ich weiß nur nicht warum. Aber bücken kann ich mich hier nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich an den vorbeikomme, wenn ich ehrlich bin. Oder ich muss über den drüber springen, wenn der unten am Boden ist. Ah, doch. So geht's. Okay, ich muss doch, wenn der am höchsten Punkt ist. Okay, das geht nicht. Aber ich drücke gerne mal die Rückspulfunktion. Sehr schön. Das ist ja praktisch mit der Funktion. Da unten ist alles dunkel. Sollen wir mal da runterspringen? Ich kann schwimmen. Das ist ja interessant. Also, ich bin gerade etwas beeindruckt von diesem Pitfall. Nur wie komme ich wieder am Land? Ach so. Ah, okay. Und hier ist jetzt mein nächster Checkpoint. Ah, okay. Schön, schön. Die Frage ist nur, habe ich hier irgendwie eine Zeit oder läuft das Spiel quasi unendlich? Also mit sowas kann man mich ja einfach begeistern. Ich bin, wie ihr schon wisst, natürlich ein großer, großer Retro-Fan. Müssen wir mal kurz ein bisschen warten. Oh. Da konnte ich jetzt gar nichts machen. Jetzt warten wir mal ab, ob wir jetzt wirklich zu diesen... Genau, da kommen wir hin. Sehr schön. Okay, das ist Pitfall 2. Wir werden es noch einmal versuchen, da runterzukommen. Aber kann ich denn... Wie komme ich denn so... Ich kann nur da runterfallen. Irgendwie. Okay. Weil ich kann hier nichts steuern. Das ist ja... Das ist aber doof, weil ich ja... ist ja zufallsbasiert. Okay. Dann gehen wir mal zurück ins Menü. Aber das hat mir schon Laune gemacht. Das werde ich auf jeden Fall mal in Ruhe spielen. So, jetzt habe ich schon mal ein paar auf meine Favoriten gemacht. Das sind meine standardmäßigen Spiele. Und Freeway, das ist das, was ich euch erzählt habe. Das macht natürlich viel, viel mehr Laune, wie wir das früher auch gemacht haben, wenn man es zu zweit spielt. Das ist eigentlich ein Spiel, was man eher zu zweit spielen sollte. Man kann es auch alleine spielen, aber alleine ist das natürlich witzlos. Man kann hier die einzelnen Level schalten, wie alles wie gehabt. Wir machen mal Level 2, das ist dann ein bisschen schwieriger. Und drücken Start. So, hier unten seht ihr ja zwei Hühner und wir müssen über die Straße kommen. Da oben seht ihr zwei Nullen und wenn ihr eine über die Straße gekommen ist, dann kriegt ihr einen Punkt. Läuft nicht auf Zeit, ihr könnt quasi so lange spielen, wie ihr wollt. So, nach oben, nach unten bewegt ihr euch. Wenn ihr vom Auto getroffen werdet, dann werdet ihr zurück... Ich mach das mal genau. Dann werdet ihr zurück geschleudert. Und wenn natürlich der eine Gegner, natürlich euer Gegner, natürlich... also jetzt muss ich wieder zurück. Weiter ist, dann... Ja, dann habt ihr natürlich Pech. Dann kriegt er natürlich irgendwann mal einen Punkt und ihr nicht. Das ist ein bisschen glücksbasiert hier... weil man hat nicht immer so viel Zeit. Da hat er mich pixelgenau erwischt. Jetzt war ich zu weit vor. Jetzt habe ich natürlich auch gleich schon etwas Schwereres ausgesucht hier. Ja, okay. So. Jetzt kommen wir rüber und da haben wir einen Punkt. Auch wenn das jetzt ein bisschen banal aussieht, aber das Spiel habe ich als Kind so häufig gespielt. Mit Klassenkollegen.
Und das war schon, das macht schon Laune. Aber ich habe gerade ein bisschen Pech, weil die Autos echt doof kommen. Weil der blaue LKW da immer so ein bisschen doof kommt. Das ist so. So, jetzt haben wir's, aber jetzt habe ich keine Chance. Jetzt werde ich durchgereicht. Und so passiert das ja halt manchmal. So, jetzt können wir durch. Und da haben wir den zweiten Punkt. Das ist ja sowas von schön. Jetzt machen wir mal eine andere Schwierigkeit. So, wir können auch hier diese Autos dann so einstellen. Dann fahren die immer ein bisschen anders. Dann gibt es schnellere Autos wieder. Autos in einer anderen ja, Position, sag ich mal. Und genau, also das Spiel kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Dann natürlich meine typischen Lieblingsspiele. Ihr wisst es ja. Enduro, Asteroids, Yas Revenge, Beam Rider. Das sind so meine Lieblings-Atari-Spiele. Ein Spiel fehlt wieder für mich persönlich. Ich verstehe nicht, warum das auf keiner Flashback-Konsole drauf ist. Es ist auch nicht auf der Atari-Flashback-Sammlung auf der PlayStation drauf, aber auf der Switch, da ist es dabei. Und zwar, ich rede von, ich zeige euch das mal. Und zwar, es gibt ja hier diese Real Sports Serie. Das ist Real Sport Baseball, Basketball, Soccer, Volleyball. Und es gibt eigentlich auch Tennis. Tennis habe ich damals mit meinem Papa immer sehr, sehr viel gespielt. Und auch das ist wieder nicht auf dieser Konsole drauf. Ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil auf einer Flashback-Sammlung hat es ja mal drauf geschafft. So, Enduro ist natürlich auch bekannt. Ihr müsst Autos überholen. In der ersten Runde 200 Autos, ab der zweiten Runde 300 Autos. Die Beschaffenheit der Strecke ändert sich. Es ist mal dunkel, mal hell, mal neblig, mal voller Schnee. Und ihr habt ja nur eine gewisse Zeitspanne Zeit. Wir fahren einfach mal, um ganz kurz nur mal zu zeigen. So. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht allzu gut fahren. Ihr seht es da unten. Das habe ich nicht aufgepasst. Das sind die Autos, die wir noch überholen müssen. Oben sind die Punkte. Ich glaube, das Spiel geht unendlich. Also da, wo die 1 ist, kann auch irgendwann mal 2, 3, 10, 20 stehen. Das ist dann egal. Das waren ja halt früher die Spiele. Die Spiele haben früher kein Ende gehabt. Man konnte sie eigentlich immer unendlich spielen. Da ging es halt immer nur um den Highscore. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingt, aber glaubt mir, haben wir damals in der Grundschule, war ich ja da, haben wir mit unseren Highscore geprotzt. Natürlich, so, hier haben wir Schnee jetzt, dann lässt sich auch das Auto schwerer lenken. Natürlich wurde der neue Highscore niemals geglaubt, den andere erzählt haben. Man hat aber auch keine Beweise, man konnte ja auch kein Foto machen. Gab ja noch keine Handys. Und dann hat man sich getroffen und dann musste man sich an den Spieletag beweisen, dass man das Spiel wirklich gut konnte. Und es war einfach eine schöne Zeit. Fand ich, vielleicht für Leute, die das nicht miterlebt haben, mit dieser Art von Spielen nicht nachzuvollziehen, aber ihr wisst ja, wie ich so stehe. Und die Konsolen, Spielecomputer, Atari, C64 und Amiga, da komme ich regelmäßig in Schweren. Apropos, nächstes Jahr kommt der Amiga 500 Mini voraussichtlich auf den Markt. Werde ich mir natürlich, wenn es klappt, auch holen. Das steht ja außer Frage. Aber wir sind jetzt nicht beim Amiga, wir sind jetzt hier beim wunderbaren Atari. So, jetzt haben wir es hier dunkel und alleine dieser Effekt hier, dass man nur die Scheinwerfer sieht, das war damals Wahnsinn. Glaubt mir einfach. Kurz was anderes: dieser Funkcontroller funktioniert ohne Probleme, keine Verzögerung, nichts. Sehr, sehr gut. Gibt es einfach nichts zu meckern. Ja, ich fahre jetzt wirklich nicht gut, muss ich zugeben. So, jetzt müsste gleich der Nebel kommen. Da empfehle ich euch auf jeden Fall genau, fahrt langsam, weil wenn ihr einen drauf fahrt, ihr verliert
wertvolle Sekunden. Dann bremst lieber ein bisschen ab. Da habt ihr unterm Strich mehr von. So, das ist, ja, halt einer meiner Lieblingsspiele, welches ich sehr, sehr gern spiele. Auch heute wieder, ich spiele auch diese Spiele privat ja auch. So, jetzt muss ich mich beeilen, mal gucken, ob ich es schaffe, weil ich bin echt nicht gut gefahren. Ne, jetzt habe ich es nicht geschafft. Weil ich muss jetzt noch 16 Autos überholen und das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Ne, ah, doch noch geschafft, so gerade eben. Okay, das war jetzt wirklich Glück. Und so ab der zweiten Runde, das ist der zweite Tag, geht es um Tage, muss man drei Autos, 300 Autos überholen. Und das ist immer derselbe Ablauf. Und wenn ich das jetzt geschafft habe, beginnt der dritte Tag mit 300 Autos zu überholen. Das ist das Spiel. So habt ihr es jetzt mal gesehen. So, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Ich werde jetzt auch aufhören, sonst werde ich hier immer weiterspielen. Und ich habe euch jetzt zwei Spiele gezeigt, ein bisschen was erklärt. Yas Revenge und Asteroids gibt es ja zuhauf schon auf meinem Kanal zu sehen. Wenn ihr diese Spiele nochmal sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne diese älteren Folgen ansehen. Ansonsten werde ich vielleicht die ein oder andere Retro-Folge mal wieder auspacken. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Aber das aufgeschoben ist ja niemals aufgehoben. Beim nächsten Mal werde ich euch den Atari Flashback 10 vorstellen. Den habe ich ja mittlerweile auch in meinem Besitz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Euer MyGamingWorld81.